Hallo und herzlich willkommen zurück zu Open Transporter und Deluxe. Und ja, das wird nochmal eine kleine kürzere Aufnahme, aus der etwas kürzere Folgen entstehen, so ungefähr 10 Minuten. Leider, sag ich mal, weil ich muss noch eine Woche Urlaub abdecken und das mache ich jetzt einfach nochmal schnell, indem ich jetzt nochmal 7 Folgen aufnehme. Geplant ist eine Stunde 15 und dann werden die Folgen irgendwie 10 Minuten und 50 Sekunden oder sowas lang. Ich hoffe, es ist in Ordnung für euch und danach geht es dann wieder mit den regulären Folgen weiter. Wir waren stehen geblieben beim Thema Glas. Wir haben jetzt hier was gebaut und wir mussten irgendwie von irgendwoher noch eine Rückfahrt nach hier rüben machen. Irgendwas war doch da, ne? Kalkstein, Sand und Zement. Was wird denn hier jetzt schon angeliefert? Zement. So, Sand und Kalkstein. Das hatten wir doch irgendwo. Hier unten. Stimmt. Ja, wie kettelt man das am besten an? Das muss im Grunde einfach auf die Gegenspur. Tja. Sollen die jetzt hier so sinnlos eine Runde fahren? Ich meine, Abzweig nach hier unten, das ist ja... Na gut, Uni wirklich ein No-Brainer, wenn ich mir so die Streckenführung angucke. Und dann macht man hier... Ach, das ist doch... Wie baue ich denn das denn jetzt am besten? Wenn die hier rumfahren, das ist ein ziemlich weiter Bogen. Wäre aber möglich, ne? Die fahren hier rum. Ach, das würde sogar gehen. Guck mal, die fahren hier geradeaus rum. Tüdeln sich auf das Gleis, fahren hier runter, biegen hier ab und sind dann da. Und dann müssen wir nur noch für den Abzweig hier rüber was bauen. Und da ist jetzt die Frage... Warte mal, ich glaube, ich habe da sogar eine Idee. Ich könnte... Ich könnte, wenn ich... Ja, warte mal, das kriegen wir hin. Ich mache das so hier, ne? So. Dann könnte ich... Ich nämlich hier ein Stück Brücke hinbauen und dann würde man da runterkommen. Ja, doch, so geht das. Dann muss ich das aber... Ach, damit ich das bauen kann, müssen wir es erstmal jetzt hier so kurz mal eine kleine Umleitung bauen. Warte mal, die machen wir ja traditionell... Achso, es gibt keine langsame Electri. Ja, nehmen wir die hier. Einfach als Zeichen, das ist ein Baugleis und da kann halt nicht ganz so schnell gefahren werden. Wobei das für die Güterzüge, glaube ich, sowieso egal ist. So langsam wie die hier rumeiern mit 120. So, da können wir jetzt. Eine Brücke hin. Ach so, warte mal, nee, die muss ich natürlich richtig bauen. Ne? Die soll das richtige Tempo kriegen. So. Dann können wir das wieder abreißen. Das restliche Gleis hier konvertieren. Das wurde jetzt zum richtigen Gleis hochgestuft. Das können wir abreißen. Und jetzt können wir nämlich hier... Das passt noch nicht... Das so machen. So, genau. Das heißt, hier fahren die Züge geradeaus durch.
So, genau. Ja, so will ich es einfach jetzt lassen. Die brauchen dann Ersatzteile, die kriegen sie aber nicht von dort. Sondern dann ja, von hier hinten, auch was sich hier wieder angesammelt hat. Perfekt ist das. So, und dann können wir nämlich, dann haben die irgendwelche Baustoffe und das können wir dann wieder in die Städte transportieren. Weil die brauchen das ja im Dings geschafft. Eigentlich hätte ich ja mal eine Idee. Gemischte Züge mit Sand und Kalkstein. Aber es ist dann wieder hier bei dieser Anzeige hier blöd, ne? Obwohl, hier haben auch schon was Gemischtes. Oh, der macht aber gut Geld, ne? Ich glaube, was macht der? Ah, der hat umgerüstet, ne? Um 2 Millionen. Schon mal nicht schlecht. Wir müssen, glaube ich, auch nochmal gucken. Mal die hier im roten Bereich rumasten. Fahrzeuge machen Minus. Liegt dann wahrscheinlich wieder daran, dass die so ewig lang unterwegs sind, oder? Nö, es geht eigentlich. Okay. Schwefel ist auch im... Also das ist dieser einzelne Zug da. Na gut, das kriegen wir mal hin, dass die in den grünen Bereich kommen. So, jetzt haben wir damit angefangen, neue Loks zu nehmen, glaube ich, ne? Irgendwie teilweise. Ja, bleiben wir dabei. Was ist das? Ein Vectron. So, wir haben dann einmal Sand. Aber ja, schon cool wäre das zu mischen, ne? Sand und Kalkstein, der kann das nehmen, ne? Ist natürlich dann beim... beim Tühlen ein bisschen aufwendiger. So, wie viele Waggons sind das? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Da könnte man jetzt immer, Sand... Und die könnte man dann auf Kalkstein stellen. Das wird bestimmt ein Chaos, oder? Könnte ich mir vorstellen, so. So, das ist jetzt Kalk, Kalkstein, Sand. Oh, da haben wir mal eine Mischung hier. Cool wäre es natürlich, wenn die mit verschiedenen, wenn die jetzt verschiedene Waggons noch hätten. Macht vielleicht auch Sinn, solange hier noch keine Ersatzteile ankommen, dass dort, dass die gemischt fahren vielleicht. So, jetzt ist die Frage, wie kriegen wir von hier ein Ersatzteil hin? Das könnte theoretisch auch ein Zug machen, ein kleiner Zug. Würde der hier links rüberkommen? Nee, das würde wieder daran scheitern, dass der hier nicht links runterfahren kann. Na gut, theoretisch bräuchten wir ja bloß dem irgendwie eine Möglichkeit zu geben, dass der... hier drüber fährt und dann hier links abbiegt. Und das kann man ja wieder... Ja, das könnte man so machen. Ob man das dann wieder beschränkt mit Signalregeln, ist natürlich die Frage. Aber machbar wäre es schon. Das kellen wir einfach da dran. Das ist dann eine One-Way-Richtung. Natürlich könnte man jetzt sagen, es darf nur der Dingszug dort lang. Ja, und für die Rückfahrt und für die Hinfahrt muss er dann halt hier oben rumfahren. So, und die brauchen wie viele Kisten?
Oh, warum fährt er? Ach so, ah, Signal vergessen. Ah, ich warte erstmal, bis der Zug weg ist. Aber man sieht ein bisschen Unterschied. Der Sand ist so ein bisschen heller. Kalk ist ein bisschen, ich stehe jetzt auch das falsche Signal da. Wahrscheinlich habt ihr schon in den Kommentaren hier im aggressiven Tonfall geschrieben. Ich habe das falsche Signal hingebaut. So, Ersatzteile sind schwer. Da können wir auch mal die Vectron nehmen.